So. Hopp. Wollt den jetzt auch nicht umfahren? Nein. Alles kaputt machen erstmal. Ah, wir sind schon da. Weg, weg, weg. Da. So. Und hier. Die Scheiße nervt, verdammt. Das soll dein Bühnenmaterial sein? Geh jetzt und komm nie zurück. Ja. Weißt du was, Homie? Wenn ich der Rap-Gott bin, warum brauche ich denn überhaupt die Zustimmung einiger geschmackloser Arschlöcke? Ich muss denen gar nichts beweisen. Sie werden meinen göttlichen Weg nie verstehen. Das ist alles, was ich sage. Sie sind taub. Du möchtest also nicht am Wettbewerb teilnehmen? Nee, Kumpel, ich bin ein Gangster-Rap-Gott. Ich will diese Veranstaltung in die Luft jagen. Scheiß auf die Kritiker und scheiß auf die Regeln. Hilfst du mir? Wenn Geld im Spiel ist, dann bin ich dabei. Sorge für Chaos beim Musikbewerb, bis du zum dritten Wanted-Level kommst. Was? Dann bewerbe ich die mit Zacke. Ja. Und mit Stein werfen. Nein. Komm, komm, Steine, Steine, Steine. Ja, ja. Und noch mehr Steine. Komm. Und noch ein Stein. Ja, komm. Hey, komm, aus dem Weg. Aua. Okay, dann besser. Nein, nein. Ja, der ist aufgeladen. Ne? Aber dann den hier. Ne, komm. Ich brauche jetzt aber auch ein bisschen Leben. Ja, komm. Da. Zweite Fahndung. Komm. Hau ab. Oh, der verblutete. So, komm, wo ist der dritte Fahndung? Komm. So, dritte haben wir jetzt. Scheiß auf die Wachen, die aus dem Untergrund kommen. Bist du zufrieden? Dann hauen wir ab von hier. Ja, komm, steig auf. Dabei. Komm, schnell. Jetzt müssen wir die loswerden. So, schnell hier drauf. Ey, mein Schwert! Mein Pferd. Komm mal, Bibi. Komm, steig auf. Nein, du nicht. Will ich festgenommen werden? Oh nein! Mein Pferd! Ein so schönes Pferd. So, okay. Brauchen wir ein neues Pferd. Können wir den wegnehmen? Aua. Komm, steig auf. Ja, und. Oh, komm, steig auf. Ja. Super Horse. Dabei. Oh. Komm, Salazar, steig ein. Little Sleazy. Wo ist Pimper Horse? Hier. Einmal Pferd umlackieren.
Ja, jo, 100 Poliergold auskriegen. Und ab nach Hause mit dem. Mit dem möchte ich gerne Rap-Gott. Und da liegt jemand unter. Alter, was war das in dieser Wettbewerb für eine Zeitverschwendung? Ich bin total enttäuscht. Du bist aus den falschen Gründen enttäuscht, Junge. Rappen ist mein Ding, aber ich schätze, ich bin zu gut in diesem Scheiß. Vor allem du solltest wissen, was ich meine. Ich weiß es irgendwie, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich es will. Bis später, Sleazy. Hm? Jetzt bin ich mein... Ich bin mein Ferrari wieder, ja? Pferd. So, wo haben wir den? Den roten Blitz. Da haben wir ihn. Ja, nein, falsches Pferd. Das hier. Ich will jetzt aber auch keine Mordgaudi beginnen. Da müssen wir jetzt hin. Und los. Hoppla. Aua. Ja, jetzt steckt er fest. Komm. Große Feuerstiefel. Feuerstiefel? Hä? Wenn das mal nicht mein Brother von einer anderen Mother ist. Oh ne, das ist wie sie wieder. Schäbig, was machst du denn hier? Ich wohne hier, Kumpel. Die Straßen sind mein Zuhause. Die Gassen sind mein Bett. Sonnenenergie ist meine Nahrung. Du verstehst, was ich meine? Nein. Ich bin ein Rap-Gott, ein Modedesigner-Teufel. Schau dir diese Radstiefel an, die ich gemacht habe. Komm schon, probier sie aus. Dann reden wir von B zu U, von S zu N. Mit nun reden wir übers Geschäft. Jo! Produziere einen Vektor und schüttel ihn zu Fuß ab. Wow! Findest du das witzig? Komm zurück, du kleiner Punk. Produziere einen Vektor und schüttel ihn zu Fuß ab. Ja, ich bin jetzt... Yo! Aber jetzt haben wir zwei Fahndung. Weil ich den aus Versehen gekillt habe. Hey, jetzt bin ich high. Oh, jetzt bin ich wieder langsam. Verdammt. Und high. So, wie lange wirkt das noch? Und wo sind die Wärter? Oder wann geht das hier runter? Auch schön zu wissen. So, jetzt spazieren wir hier mit dem Stand herum. Es wäre schön, wenn das jetzt auch langsam wieder runtergehen würde. Ah, der erste ist schon weg. Super. Müsste der zweite auch gleich weg sein. Dass hier jetzt keine Wachen kommen. Finde ich auch interessant. Ja, komm, beweg dich mal, geil. Komm.
Oh, neues Schild. Klisi müssen wir auch noch zurück. Eben erstmal aufgetankt. Noch ein bisschen Gold. Sind wir schon bei 6078, ist auch gut. Und dann holen wir uns hier einen neuen Ferrari. Ah, Andy, da ist er. Komm, steigen. Ja. Ah, ich dachte, ich könnte da durchbrettern. Falsch gedacht. Nein. Boah. Das war jetzt knapp. Oh, mal schauen, wie ich hier. Boah. So, und. Okay, das sind zugegebenermaßen nützliche Stiefel. Verdammt klar, Bruder. Ich möchte, dass jeder Bauer und Ritter in diesem munteren Königreich diese verdammten Jungs erwirbt. Ich bin kein Händler. Aber du bist so Gangster, wie es nur möglich ist. Du weißt, wie man sich Respekt auf der Straße verschafft. Wenn sie mich respektieren, dann werden die hier bald Schlange stehen, um diese Schuhe zu kaufen. Lass uns zusammen bei diesem illegalen Rennen mitmachen. Du verdienst etwas Geld und verdienst Respekt. Es ist eine Win-Win-Situation. Hast du ein Pferd? Nee, aber chill out. Ich weiß, es muss rot sein. Muss es nicht. Es muss, verstanden? Rot muss es sein. Die sind die schnellsten und ich weiß, wo ich eins ausleihen kann. Ich hab ja auch eins. Hier. Muss ich noch einen roten Blitz klauen. Hm? So. Ach, hier gibt's auch irgendwo einen roten Blitz. Hm. Das ist kein roter Blitz. Ich habe einen roten Blitz. Ist doch jetzt auch rot. Bist du verrückt? Das ist mein Pferd. Nicht mehr, denn das, dies Krieg. Ein Krieg der Verbrecher. Und ich bin der Beste. Junge, das reimt sich nicht einmal. Das war ein unvollkommener Reim. Das ist wie die. Das sind die wahre Rap-Kunst. Nun, die Zeit für das Rennen ist gekommen. Dabei werden wir einige Pressen polieren. Ja, haben wir ein rotes Pferd gegen ein anderes ausgetauscht. So, und... Hoppala. Ja, du kannst einfach gehen. So. Okay, Kumpel, sieht so aus, als wären wir pünktlich. Hey, seid ihr zwei hier, um Rennen zu fahren? Verdammt klar, Homie. Du siehst schwach aus. Mach einen Kickflip. Piss dich, Kumpel. Verdammt geil, wir können das nicht machen. Wir müssen diesem Schwanzlutscher zeigen, dass wir heiße Ware sind. Drücke linke Shift-Taste plus 5. Shift-Taste plus 5. Hm? Oh, nicht schlecht. Mach einen Kickflip. Das Pferd wiehern. Nun, die kennen sich aus. Mach einen Kickflip. Ja, gar nicht mal schlecht. Mach einen Kickflip. Ein Kickflip kommt wie gewünscht. Drücke Leertaste, um einen Kickflip mit dem Pferd zu machen und den Gegner hinter dir auszunocken. Kehrtwenden knocken die Gegner um dich herum aus. Drücke Leertaste, um einen Kickflip mit dem Pferd zu machen. Ah, warte. Autsch! Ich kann nicht sagen, dass er es nicht verdient hat. Nun, er hat Vater und der Typ dreht sich um.
Ihr seid ziemlich cool. Auf jeden Fall viel Erfolg. Alter, siehst du das? Sie beten uns an. Sobald wir dieses Rennen gewonnen haben, könnte ich wahrscheinlich buchstäblich Scheiße auf Stöcken verkaufen. Und sie würden um das letzte Exemplar kämpfen. Haben wir was Neues über Pferde hier gelernt. Pferdi McCow Rally. Das Rennen gewinnt. Willkommen zum alljährlichen Rennen des Respekts. Seid ihr bereit? Absolut. Ja, aber sowas von. Lasst mich euch daran erinnern, dass wir für Schaden, der euch unter Umständen während des Rennens zugefügt wird, keine Verantwortung übernehmen. Lasst mich euch auch daran erinnern, dass der Gewinner einen riesigen Geldpreis erhält und die größtmögliche Menge Respekt. Juhu! So, ohne weitere Umschweife. Los! Sie sehen uns reiten, sie hassen. Schneller, Pferd, schneller, wir müssen sehen. So. Aus dem Weg? Ja, Mann. Wo müssen wir hin? Ah, da. Oh, der hat auch eine Ausdauer hier. Boah, fast den umgeritten. Boah, nächste Pferderennen machen wir mit dem. Der grüne Spur hier folgen. Achso, hier dann. Glückwunsch! Das Duo Linz Riesen Gär holt sich den Sieg. Herzlichen Glückwunsch! Wuhu! Yes, ja, ich bin der Rap-God. Ich bin der Modedesigner. Ich bin der Beste. Rennen, Alter. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Die erhalten Mist. Fertig, Mann. Du bist wie mein Apostel, Homie. Sind wir hier fertig? Mich? Ich lege gerade erst los, genau wie du. Ja, ich denke, wir sind fertig. Kannst du mich nach Hause bringen? Ich habe irgendwie keinen Pferdeführerschein, yo. Kann ich absolut, aber auch nicht. Gehen Sie mit Ihrem Rap-Godly Flow und ich bin sicher, er wird Sie direkt dorthin führen. So. Nice auf jeden Fall. So, können wir hier auch die nächste direkt machen. Felsenfestes Abenteuer. Ich habe für dich ein Schwert gefunden. Es gibt nur ein Problem. Er steckt in einem Stein. Schwert aus dem Stein von vorhin. Natürlich. Also von Kopperfolgen. Was? In so einem alten Felsen. So eine Art Deep Road. Wer steckt ein Schwert in einen Felsen? Als ob ich das wüsste, aber stell dir mal vor, wie gut das Schwert sein muss, wenn es durch festen Stein stechen kann. Du musst herausfinden, wie du es herausholen kannst. Vielleicht frage ich einfach einen Zauberer oder kletter auf eine magische Bohnenstange. Was auch immer, funktioniert, geil. Was auch immer funktioniert. Zum Schwert. Ja, setz ein, steck ein. Komm. Buddy, kommst du mit? Nö. Okay. Dann bleib da. Oh. Ah, Top-Down-Perspektive ist auch immer schwierig. So. Aber ich habe auf jeden Fall gewusst, dass mit diesem dem hier. Oh, allmächtiges, herrliches Schwert. All dem Schwert. Sind wir würdig genug, es herauszuziehen? Sind unsere Herzen rein genug, um unseren Händen Kraft zu verlieren? Allein? Nun, ich glaube nicht. Was machst du denn hier? Wie sieht's aus? Wir möchten uns davon überzeugen, ob wir würdig sind, das prächtige Schwert, das Schwert aller Schwerter, herauszuziehen. Der König der Schwerte, das Schwert des Schicksals. Ja, Legende nach, nur die edelsten Männer können das Schwert herausziehen.
Überzeuge dich selbst, ob du würdig bist und versuche das Schwert herauszuziehen. Jetzt kommt's, wie können das? Nein, irgendwie nicht. Scheinbar seid auch ihr, Sir, nicht der Nobelste unter allen Männern. Welch Graus. Gott sei Dank bin ich einer Spitzhacke für dich. Ja. Wo haben wir sie da? Nein. Was zum Teufel machst du? Dürfen, geh weg. Wir können das nicht zulassen. Das Schwert aller Schwerter ist heilig. Oh. Ja, Mann, hoffentlich kriegt er jetzt lecker von der Waffe. Komm. Ah. Aua. Jetzt brauche ich Leben. Jetzt brauche ich Leben. Oder warte. Hab ich. Kommt weg mit euch. So, die sind weiter weg. Kann ich aufladen und. Nein! Ah. Er ist da weg. Nein! Zu spät ausgewichen. Aber wo ist mein Schild hin? Ja. Kennen wir alle schon? Wo ist mein Schild? Müssen wir eben schnell uns ein Schild wiederholen. So. Reiten wir erstmal ganz kurz in die Stadt, kaufen uns ein Schild. Irgendwo muss doch bestimmt hier. Oh, ist ja immer noch grün hier. Ich dachte, das wurde irgendwie, wäre so eine Markierung oder so, wo man fürs Rennen hin muss. Da ist kein Schild. Irgendwo gab es doch hier so einen Händler. Wo war denn der? Hier wieder Rotlichtbezirk. Die haben kein Schild. Arrowsmaker. Jo, Kickboxen. Hier Sombreros, aber da gibt es auch kein Schild. Immer. Oh, nee. Das war jetzt. Oh, mein Pferd. Nein, mein Pferd. Weißt du was? Kill mich, komm. Töte mich. Ich will mein Pferd wieder. Komm. Ja. Einmal erledigt. Jetzt will ich mein Pferd wieder. Und ich will ein Schild. 51 Poliergold. Die jucken einem nicht. So. Irgendwo gab es noch aber Schilder. Oder gibt es hier ein Schild? Ne, hier gibt es auch keins, aber interessante Hütte. Was das? Kein Schild. Wo gab es noch mal Schilder? Stimmt, hier gab es Schilder. Müssen wir einmal darüber. Da können wir uns auch eben ganz schnell eine Ritterrüstung holen. Dann müssten wir nobel genug aussehen. Und mit dem Pferd müsste es auch schnell gehen darüber. So.
Aber als erstes Rüstung holen. Mal ein bisschen mehr Leben. Da. Jetzt sind wir gerüstet. Und schnell Schild holen. Wow. Komm, steig auf. Geil. Ah, da. Jetzt haben wir wieder ein Schild. Ein Geld. Wir sind unterwegs. So, und dann können wir jetzt los darüber. Und ziehen uns den Schwert aus dem Stein da. Nein, hier sind wir bei. Ah, hier gab es auch ein Schild. Ich mag dieses Pferd auf jeden Fall, der ist richtig schnell. Und da wären wir. Ja, kennen wir alle schon. Jetzt sehen wir nobler aus und dann können wir die auch alle auseinandernehmen gleich. So. Wie die Ratte da auch rumrennt. So, Spitzhacke. Haben wir sie? Wo haben sie da? Ja, kennen wir auch alles. Was ist mit denen? Na, box einfach mal das Schwert da. Was ist mit dem jetzt? Komm her. Ja, box du mal weiter das Schwert. Komm. So, also gut, jetzt zurück zur Bergung dieses verdammten Schwertes. Hm, jetzt stecken wir da fest. Und hopp. Der Stein wird so nicht aufbrechen. Ich brauche etwas Stärkeres. Stehle einen Wagen mit Sprengstoff. Oh ne, mein armes Pferd dann. Ist dann auch weg. So nicht. Aber ich habe so ein Gefühl, dass wir gleich wieder Probleme mit Wachen geben. Ja, wir müssen da rein. Verdammt nochmal, das hier ist Sperrgebiet. Ich will doch nur euren Wagen. Ruby, hoffen wir nur, dass das mich nicht in das nächstgelegene Königreich weglässt. Oh, mein armes Pferd. So. Ab zu Pimperhorst.
Nein. Aus. Weg. Böse. Aua. Hör auf. Nein. Digga, hör auf, dagegen zu. So. Wie sind wir jetzt los? Seht ihr das? Das sind zwei Reifen ineinander. Park den Wagen am alten Stein. Jo, da fahren wir mal ganz entspannt hin. So, dann nach oben und dann sind wir auch schon gleich da. Der liegt da immer noch. Und hier. Okay, jetzt muss ich diese Fässer aus sicherer Entfernung abschießen. So. Okay, wir gehen noch ein bisschen weiter weg. Oder vielleicht so. Hier. Und. Okay. So, und. Das funktioniert irgendwie nicht. Muss ich vielleicht hier die Armbrust nehmen? Oh, meine arme Arkebuse. So. Ja. So. Sieht so aus, als wäre ich doch verdammt würdig. Hm? Was zur Hölle? Du hast meine Installation ruiniert. Bist du verrückt? Was? Meine Kunstinstallation, mein Lebenswerk, das symbolische Schwert aus Zement, das die Sinnlosigkeit von Gewalt zeigt. Es sollte das Ende meines Weges als Krieger symbolisieren. Du gottverlassener, ekelhafter, frustrierender Depp. Hm? Aua. Ey, übertreib nicht. Boah. Der hat uns was da umgekriegt. So, all das, all dies nur für eine Requisite? Großartig, danke, Kumpel. Oh, ne. Aber es sieht nicer aus. Und wir haben wieder Fertigkeitspunkte. So, wir haben 6. Was haben wir hier? Nehmen wir mal für die 6. From a baboon's bar.